Ton fehlt. Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop. Dreckiger Mensch. Spamming 1. Und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Hi, ja, hier ist der dreckige Mensch. Ich habe wieder ein bisschen gestänkert und habe mal versucht, den Leuten zu sagen, pass mal auf, wenn ihr irgendeine gegenteilige Meinung habt, dann kommt doch einfach mal her. Unterhaltet euch doch mal mit uns, weil das ist eigentlich das Ziel, was wir hier haben, dass wir helfen wollen, den Leuten zu erzählen, wie das aus der Sicht eines Muslims aussieht. Und wir können das nur bedingt machen, wir können nur die Hintergründe zeigen, wir können nur Texte aufdröseln. Aber es ist immer klasse, wenn Leute herkommen und der Ike wird euch gleich erklären, wie er das macht. Es ist ganz, ganz einfach und wir sind auch nett. Also wir beißen nicht und wir zensieren niemanden. Jeder darf hier sagen, was er will. Wenn er natürlich rumpöbelt, fliegt er raus. Aber ansonsten haben wir da keinen Maulkorb. Das ist nicht wie bei Muslimen, die einem das Mikrofon nur überlassen, ganz selten. Und sobald man etwas Krummes sagt, wird das entzogen. So. Nee, das gibt's hier nicht. Also Zensur ist hier nicht. So, wir, und das habe ich jetzt wieder gemerkt, dass es extrem wichtig ist, wir sind Ungläubige. Und ich definiere das ist, weil Leute immer noch nicht verstehen, was ein Ungläubiger eigentlich ist. Ich bin ungläubig. Das heißt also, ich glaube an nichts, was irgendwie metaphysisch oder außerhalb dieses Universums ist. Das heißt also, alles, was außerhalb der Realität ist, ist für mich sinnlos. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es Drachen gibt, ich glaube nicht, dass es Geister gibt, ich glaube nicht, dass es fliegende Maulesel gibt, ich glaube nicht, dass es sprechende Ameisen gibt. Das glaube ich einfach nicht. Dieses ist aber ganz einfach zu beheben. In dem Augenblick,
wo mir jemand eine sprechende Ameise, einen funktionierenden, fliegenden, feuerspeienden Drachen vorführt, einen Gott, einen Geist oder irgendetwas in dieser Hinrichtung, in dieser Hinsicht vorführt, beweist, die Existenz darlegt, in dem Augenblick muss ich es glauben. Ich kann nicht wie im Koran der Teufel sagen, ich bin ein Ungläubiger, wenn vor mir Gott steht. Im Koran ist das so. In der Realität bei mir ist es nicht so. Das heißt also, meine Ansprüche, meinen Glauben zu erweitern, zu ändern oder in irgendeiner Hinsicht zu beeinflussen, ist wahnsinnig einfach. Man braucht nur irgendwelche Beweise vorzulegen, die die Existenz belegen. So einfach ist das. Das hat aber noch keiner gemacht. Das Moment, heißt also, Moment. Ich glaube weiterhin nicht, dass es Drachen gibt. Moment mal. Du hast bestimmt schon auch diese Ausrede gehört. Die Luft kannst du ja aber auch nicht sehen. Ja doch, ich kann sie aber detekten. Ich kann, wie ich sage, ich kann die aufspüren. Das heißt, ich kann Beweise vorlegen, dass es Luft gibt. Das heißt also, ich kann den Luftdruck messen, ich kann die Luftfeuchtigkeit messen, ich kann Temperatur messen, ich kann in die Hände klatschen, ich kann alles Mögliche machen, um zu beweisen, dass es diese Luft gibt. Das ist ja genau das, was ich meine. Nur, ja, das kannst du mit Gott ja auch. Ohne Gott hast du keine Berge, hast du keine Flüsse. Ja, dann zeig mir das. Ja, okay, dann muss mir das einer zeigen. Das ist die Berge sind ja da. Ich meine, aber das soll mir einer zeigen, wie Gott diese Berge gemacht hat und wie es aussieht, wenn kein Gott da ist. Steht doch im Koran. Wo ist das Problem? Und das ist das Problem. Das heißt also, die Leute vergleichen dann einen Knall. Das heißt, die hauen mal auf die Tischplatte oder sowas, sagen sie, das ist ein kleiner Knall. Wo kommt denn der große Knall her? Den kleinen Knall wissen wir, aha, das war mit der Hand auf der Tischplatte. Aber den großen Knall, den Urknall, ja, da müssen wir davon ausgehen, dass das Gott war. Oder der Schöpfergott oder wer immer das jetzt war. Einer von diesen Schöpfergöttern, die es auf der Erde gibt. Und dann vergleichen die den Knall auf die Tischplatte mit dem Urknall. Und das geht natürlich nicht. Das heißt also, die sind dann im aristotelischen Weltbild unterwegs, was sehr primitiv ist, was sehr einfach gestrickt ist. Wo alles, wo jede Bewegung einen Beweger braucht. Das heißt also, wenn es Gesetze gibt, gibt es einen Gesetzgeber. Das ist völliger Quatsch. Die verstehen nicht die Gesetze, die wir Menschen machen, mit physikalischen Gesetzen, die wir im Nachhinein so benannt haben. Es ist also nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt Gesetze und bums, da waren die Gesetze. Nein, das ist bei Jurisprudenz, da ist das so. Aber nicht bei physikalischen Gesetzen. Das heißt, ja, aber Mohammed, Begriffe durcheinander. Mohammed hat gesagt, dass Gott diese Gesetze schon aufgeschrieben hat. Also müssen die von ihm ja erstellt worden sein. Die waren schon, bevor die Welt existierte, waren die Gesetze da von Gott. Ja gut, deswegen, man sagt ja auch, Siegfried hat den Drachen getötet. Deswegen sieht man keinen Drachen. Jetzt kann ich das natürlich glauben. Und ich kann jetzt glauben, dass Siegfried existiert hat und dass er wirklich Drachen kaputt gemacht hat und was ich was. Und ich kann glauben, dass Mohammed existiert hat. Und ich kann glauben, dass Mohammed da irgendwas seinen Leuten erzählt hat, was er von einem Engelchen bekommen hat in irgendeiner Höhle. Nur es hat nie jemand Mohammed gesehen, der das aufgeschrieben hat und gesagt hat, ich saß da neben mir Mohammed und plötzlich tauchte ein Engel auf, der ihm was ins Ohr flüsterte, was er mir dann weitergegeben hat. Doch, 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 Moment, Moment. Diese Geschichten gibt's. Genau solche Geschichten existieren in den Hadithen. Da steht, dass er plötzlich gezuckt hat und dann gesagt hat, ich hatte gerade eine Erleuchtung. Das die hat einen Engel auch gesehen. Die gibt's auch, aber es gibt einen Hadith und auch dieser Hadith hat auch in der Prophetenbiografie von Ibn Ishaq Einzug gehalten, dass Gabriel auf dem Kamel geritten kam und dem Propheten dies und jenes erzählt hätte. Oh shit, dann habe ich das vergessen. Das wird in der Prophetenbiografie wird das kurz nachdem er, ich glaube, kurz bevor er Mekka endgültig einnimmt, kommt der Gabriel auf dem Kamel geritten, um dem Propheten mitzuteilen, dass er siegreich sein wird. Oh, super. Okay, die Geschichte habe ich dann vergessen, überlesen oder was immer. Danke für den Hinweis. Ich hätte jetzt gesagt, nein, es gibt nirgendwo eine Geschichte, wo tatsächlich Gabriel auftaucht. Okay, dann I stand corrected. Dankeschön. Okay, also gibt es das tatsächlich. Aber
Was ich damit meine, ist, es gibt keine Geschichte, wo einer sagt, hier, Mohammed saß neben mir. Das ist ja 300 Jahre später aufgezeichnet worden. Das ist ja nicht so, dass da einer im Jahre 600, du sagst, das war jetzt kurz vor Mekka, also das muss dann im Jahre 620 oder nee, Mekka eingenommen, muss also 630 gewesen sein. Um den dort Dreh, herum, ja. Dass er dann 630 geschrieben hat, ich saß da und hier neben mir der Prophet und dann das. Nein, das ist 300 Jahre später aufgezeichnet worden. Die Leute kannten halt das Arabische noch nicht so und die Schrift war noch nicht so entwickelt. Klar kam das erst später auf, ist doch logisch. Tu jetzt nicht so. Okay, aber ich rede hier über das, was mich überzeugt und das überzeugt mich eben nicht. Das heißt also, wenn mir jemand sagen würde, es gibt Drachen, dann erwarte ich da schon etwas stichhaltigere Beweise als eine Schrift, die 300 Jahre nachdem etwas passiert ist, aufgesetzt worden ist, die dann irgendetwas behauptet. Also das ist für mich dürftig und kein Beweis. Das ist noch nicht mal ein Hinweis, das ist für mich einfach nur Märchen und Hörensagen. Das heißt also, meine Aussage ist, es muss schon ein stichhaltiger Beweis sein, der mich überzeugen würde, dass es Drachen tatsächlich gibt. Oder fliegende Maulesel oder sprechende Ameisen. Das heißt also, es muss schon belegbar und nachvollziehbar sein. Es nützt also nichts, dass einer sagt, ja, ich hatte ein persönliches Erlebnis. Quatsch. Das haben Tausende jedes Jahr, die von irgendwelchen Außerirdischen entführt werden. Also das zählt nicht. Willst du jetzt sagen, es gibt keine Außerirdische jetzt? Ich habe nur gesagt, ich glaube den Geschichten nicht von Leuten, die sagen, dass sie von Außerirdischen entführt wurden. Das glaube ich nicht. Ob es Außerirdische gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Da bin ich agnostisch. Okay, und jetzt zurück, einen Schritt zurück. Was hat das mit diesem Wort Atheismus zu tun? Das hat damit was zu tun, dass der Atheist jemand ist, der sich identifiziert als etwas, was er nicht ist. Nämlich, er ist nicht gläubig. In dem Augenblick, wo ich gläubig bin, also Theist, glaube ich, dass es Hinweise gibt, die für die Existenz eines Gottes sprechen. Eines Schöpfergottes, in welcher Form auch immer. Wenn ich das aber nicht habe, das heißt also, wenn ich ein Mensch bin, der diesen Glauben nicht hat, bin ich einfach nur ein Mensch plus nichts, ist immer noch Mensch. Aber Theisten wollen, dass ich da einen Schriftzug auf diese Schublade tue, dass ich nicht an Götter glaube. Und deswegen haben die den Begriff erfunden, Atheist, also der Nicht-Theist. Theos, also mit Gott, führt dann zum Theisten. Der Theist ist jemand, der an Gott glaubt. Und der Atheist tut das eben nicht. So, indem ich etwas nicht tue, bedeutet es nicht, dass ich dann etwas anderes tue. Das heißt also, der Atheismus, also dieser Ismus, ist immer verbunden mit einer Handlung. Das heißt, ich muss aktiv etwas tun, glauben, folgen, verfolgen, sagen, Standpunkt einnehmen. Und das tue ich alles nicht. Ich sage nur, ich glaube es nicht. Und dieses Nichtglauben ist keine Handlung. Und dieses Nichtglauben ist auch kein Atheismus in irgendeiner Form. Sogar der Atheist ist da Blödsinn als Wort. Aber einfach nur um des lieben Friedens willen sage ich, ja, okay, ich bin Atheist. Einfach nur um den Leuten zu sagen, okay, ich habe keinen Götterglauben. Und das war das. Und genauso wie jetzt muss ich aber wieder kurz einspringen, weil du hast ja vorhin die Zensur ins Spiel gebracht. Ich hatte diese Woche einfach einen Typen auf dem Kanal, der hat auf dem Video Arabische Schrift, die erste Episode von der Koranserie, einfach geschrieben, ja, der Atheismus hat ja fehlgeschlagen, ihr seid irre gegangen, bla bla bla. Und dann habe ich ihn gefragt, ganz normal, ja, was ist denn Atheismus deiner Meinung nach? Wie äußert sich das? Und was stellst du dir darunter vor? Und dass es unsinnig ist, so einen Satz zu schreiben, nachdem doch du explizit in jeder Episode immer 5 bis 10 Minuten mal einfach erklärst, dass dieses Wort Atheismus eigentlich bescheuert ist. Und da habe ich ihn eben gefragt, was er sich darunter vorstellt. Und dann kam direkt die Antwort von ihm, ja, ihr seid doch arme Irre. Und da musste ich dann sagen, tut mir leid, so ein Troll brauche ich einfach nicht. Da musste ich den Post löschen von ihm, weil
er bringt weder mir noch sonst irgendjemandem weiter, weil er vor allem einfach das Gesagte hier in der Sendung völlig ignoriert und mir gar keine Antwort gibt. Ja. Also das ist nicht nur rumpöbeln, sondern rumpöbeln kann ja immer noch sein, dass du einen gewissen Inhalt hast. Der hat keinen Inhalt gebracht, gar nichts. Und solche Leute werden gelöscht, weil sie einfach nichts, absolut gar nichts dazu beitragen und wirklich nur dass sie quasi denken, ihre Meinung ist wichtiger als alles Gesagte, was hier offen präsentiert wird von mir und Stop Spamming. Und das hilft einfach nicht. So Dinge helfen nicht. Ähnlich hattest du ja mein Typ hieß Roland Koch, den Namen konnte ich mir jetzt noch merken, und du hattest ja einen ähnlichen, und der hatte wenigstens versucht, wieder die typischen der Erstbeweger, der Schöpfer und das erste Gesetz und der Unbewegliche hat das Bewegliche erschaffen, bla bla bla. Den Armani Peace hattest du ja auch auf deinem Kanal. Der hat immerhin noch versucht, irgendwelche Argumente zu bringen, wenn auch diese Argumente schon längst widerlegt worden sind. Mhm. Aber ich hatte leider nicht so viel Glück. Ich hatte einfach einen, der über Atheismus geredet hat, der einfach gesagt hat, ihr seid arme Irre, und das war sein Standpunkt, und das hilft einfach nicht. Also wenn ihr etwas schreiben wollt, dann schreibt irgendein richtiges Argument, wenn euch schon eine Frage entgegenkommt. Schreibt ein Argument und nicht einfach, ihr seid arme Irre und damit hat sich's für euch erledigt. Also das nützt nichts. Das ich weiß nicht, warum die Leute denken, das hilft irgendjemandem. Wenn das ihnen hilft, sich das von der Seele zu reden, schön und gut, aber auf dem Kanal mit einem geringen akademischen Ansatz bringt das nichts. Einfach so nebenbei. Das zweite Missverständnis oder das letzte, was ich noch gerade ausräumen will, wenn ich sage, ich glaube nicht, dann ist das tatsächlich so, dass ich das nicht glaube. Ich weiß es nicht. Das heißt also, ich bin nicht jemand, der sagt, weil es gibt viele Leute, die sagen, Atheisten behaupten immer, es gibt keine Götter. Nein, das ist genau mein Punkt. Ein Atheist sagt, ich kann es nicht genau wissen, aber ich glaube es nicht. Gib mir einen Gegenbeweis und ich glaube es, weil ich kann es ja nicht einfach verleugnen. So, was die meinen, weil die kapieren nicht den Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker. Der Agnostiker ist jemand, der es nicht weiß, und der Atheist ist jemand, der es nicht glaubt. So, das heißt also, ich bin agnostischer Atheist. Natürlich glaube ich nicht, dass es Götter gibt. Ich sage das auch ganz, ganz positiv. Und das ist genau der Unterschied, den viele Leute nicht kapieren. Ich weiß etwas nicht, oder ich weiß, dass ich etwas nicht weiß, sind zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Behauptungen. Das eine ist ein positiver Wissensbeweis, das andere ein nicht positiver Wissensbeweis. Und das muss man immer verstehen, dass es da Unterschiede gibt. So, und wir gucken uns, und ich behaupte jetzt mal relativ objektiv, weil ich versuche auch die guten Seiten des Islam rauszustellen und versuche die auch zu finden. Das heißt also, ich bin eher objektiv als ein Christ, der versucht, andere zu konvertieren, oder ein Sikh oder ein Hindu oder Rastafari oder was immer. Das möchte ich gar nicht. Ich sage, die Leute sollen an ihren Gott glauben, wenn sie es brauchen. Wenn die nicht durchs Leben kommen, naja gut, dann sei es halt drum. Aber sie müssen sich damit abfinden, dass Leute das hinterfragen. Das heißt also, Leute kommen auf die zu und werden sagen, warum glaubst du das eigentlich? Oder was daran glaubst du? Und das ist völlig legitim, weil wir den Islam nicht nur einfach als Gott, den Gott nur als Schöpfer sehen, sondern jemand, der sich ständig in die Belange hier auf der Erde einmischt. Das heißt also, das Ziel eines Muslims ist laut Aussage des Gottes, eine Scharia einzuführen. Scharia ist aber politisch. Das heißt also, es gibt Gesetze, die sich hier auf die Erde beziehen. Es gibt Verhaltensmaßnahmen, die sich hier auf die Erde beziehen. Es gibt Rituale, die sich hier auf die Erde beziehen. Da ist nichts mit einem Gott später mal, wenn man tot ist, sondern das bezieht sich ganz, ganz, ganz klar hier auf die Erde. Was darfst du hier in diesem Leben machen, ohne dass dir etwas passiert? Und wenn du es tust, dann wirst du bestraft. Und wenn du es nicht tust, wirst du auch bestraft. Von Menschen, nicht von Gott. Wenn das ein Gott wäre, wäre mir das alles schnurzpiepegal. Dann wären die Muslime die besten Menschen auf diesem Planeten, weil sie sich einfach nicht drum kümmern würden und einfach sagen würden, es geht mich nichts an, Gott wird das später regeln. Wunderbar, nur leider ist es nicht so.
Leider ist der Islam politisch. Wenn wir uns in der Historie umgucken, die ersten, ja gut, Rangeleien kann man da nicht sagen. Ich meine, die Kalifen wurden ermordet. Dazu kommen wir später, weil wir haben hier wieder die Episode über islamische Staaten. Ah, okay. Heute übrigens Abu Bakr und der Umar. Und da werden wir sehen, dass die reihenweise umgelegt worden sind aus politischen Gründen. Der große Split zwischen Sunnis und Schias ging nur darum, wer Kalif ist. Das heißt also politisch. Das bezieht sich immer auf die Verhaltensweisen hier auf der Erde in diesem Leben. Und deswegen ist es politisch. Es war immer schon so, dass der Islam als erstes versucht hat, einen Staat zu gründen, in dem die Umma zusammengeführt wurde als eine Einheit. Und das geht sogar heutzutage so weit, dass Muslime sich selber als Rasse bezeichnen und sagen, wer etwas gegen uns sagt, ist rassistisch. Das heißt also, Muslime versuchen, sich selber zu identifizieren als eine Einheit, obwohl Muslime alles andere sind als das. Und da muss man halt jedes Mal fragen, was ist denn eigentlich ein Muslim? Was ist denn eigentlich Islam? Und da findet man dann sehr schnell die verschiedenen Elemente und merkt, dass der Islam erstmal eine politische Ideologie ist. Und die unterscheidet sich dann nicht nur von Gruppe zu Gruppe, sondern sogar von Mensch zu Mensch. Und das ist das, was wir versuchen darzustellen, wo wir dann sehen, okay, wo kommt das alles her? Und wir geben dann Hintergrundinformationen, wie sind diese ganzen Gruppen entstanden und wer hat eigentlich was verursacht und wo kommt das alles her? Und da haben wir halt den ganzen Koran, das hat Eik gemacht, ne? Also Satz für Satz, den ganzen Koran analysiert, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, alles durchgegangen und hat das erklärt, wie das aussieht für einen Ungläubigen. Und das haben wir gemacht und haben die Grundsätze des Islam aufgezeigt und jetzt sind wir halt beim Aufzeigen von den verschiedenen Eigenheiten, die der Islam heutzutage hat. Genau! Bitte. Genau. Und genau, ruft mich an. Ja, der Stop Spamming ist einsam. Bitte telefoniert mit ihm. Der obere Link kommt ja, jetzt habe ich mal so eingerichtet, dass er auf die gottlosen Zeiten direkt kommt. Und dort ist dann auch noch der Chat von One TV. One super, Live TV. Hast du hingekriegt, klasse. Ja, der Ike macht hier Zaubereien, ne? Der kann zaubern. Der macht so. Keine Zauberei, es ist einfach ein kleines Fenster unten dran in der Hauptseite. Und warte, dort ist angucken gehen. Wie heißt das? Klick doch einfach den Link, live.die-gottlosen.ch. live.die-gottlosen.ch. Dann kommt ihr einfach auf die Hauptseite direkt in der Abteilung Live-Sendung und dort ist einfach ein kleines Nebenfenster integriert mit dem Chat von onelive.tv. Ihr müsst euch, wenn ihr was schreiben wollt, da zwar registrieren. Tut das einfach und dann könnt ihr direkt Fragen stellen und dann, ich sehe das Nebenfenster hier und kann die Fragen dann hier auch behandeln, wenn man halt mitmachen will, so ohne akustische. Ich hab mich vertippt. Und jetzt kommt da irgendein, ey, sag mal, Leute, die sind kaputt. Ich habe mich vertippt, dann kommt eine sogenannte Navigationshilfe und dann, um die Navigationshilfe abzuschalten, muss ich mich erst einrichten, einloggen, denen noch meine E-Mail-Adresse geben und also, ne, so zu kotzen. Kannst auch auf die Hauptseite einfach die-gottlosen.ch und oben hast du den Link live und dann kommst du in das Fenster. Und wie gesagt, dort könnt ihr Fragen stellen und nicht akustisch, wenn ihr trotzdem mitmachen wollt. Wenn ihr aber etwas sagen wollt, was vielleicht viel einfacher ist, könnt ihr in die Sendung reinwählen. hangout.die-gottlosen.ch. Kommt ihr hier in diesen Hangout, in dem ich und Stop Spamming jetzt ganz alleine sind und könnt euch dort mitteilen, uns verbessern oder uns zustimmen oder uns beleidigen. Wie ihr wollt, kommt einfach hier rein mit dem unteren Link. So, das war mal das Technische. Wir gehen direkt rüber zu den News, damit wir auch heute noch fertig werden. Wo ist denn da der Chat? Ja, wenn wichtig ist natürlich, ihr müsst den Flash-Player aktiviert haben, weil OneLive.tv, die benutzen immer noch Flash von Adobe. Wenn man das natürlich nicht als Plugin aktiviert hat, zeigt sich der Chat leider nicht. Oder was passiert, wenn ich weiter drücke? Nee, dann komme ich auf archivierte Nachrichten.
Nee, einfach oben auf Live und dann kommst du direkt auf die Seite. Der Chat ist da rechts davon. Wie gesagt, wenn das nicht angezeigt wird, dann Nee. hat das was mit dem Flash zu tun in deinem Browser. Da Ach, ich bin der Flash. kann ich nichts dafür. Flash wird immer noch von One benutzt. Hoffentlich wechseln die mal rüber zu HTML5, Genau. damit es keine zusätzlichen Plugins braucht, aber momentan braucht es noch Plugins. Jetzt suche ich aber noch die News-Seite. Da ist die News-Seite. So. Die ist sehr schwarz. So, jetzt ist sie weiß. Ich gehe jetzt einfach die News durch. Wer was sagen will, soll es schreiben. Oder du kannst dich dann einfach auch melden. Also, was haben wir als erstes hier? Türkische Gemeinde bekommt Gebetsraum im Klinikum. Schon lange wünscht sich die DİTİB-Gemeinde, dass im Klinikum ein muslimischer Gebetsraum eingerichtet wird. Jetzt soll der Wunsch Wirklichkeit werden. Das Klinikum, jetzt habe ich vergessen, wo das genau war, das Heidenheimer Klinikum nennt sich Klinikum, das. das ist doch ein Krankenhaus, oder? Ja. Also haben die doch Ärzte, warum brauchen die denn einen Gott? Ja, Oder werden da die einige. Patienten nicht in den OP, sondern in den Gebetsraum geschoben? Ja, vielleicht sich die Zeit vertreiben. Und mit was kann man sich besser die Zeit vertreiben als mit Märchen? So. Jedenfalls, warum ich das gewählt habe, ist, weil hier das so dargestellt wird, als ob die DİTİB-Gemeinde so generös wäre und sich da halt an den Kosten beteiligen würde. Also, ich finde es allgemein eher bedenklich, dass man in einem Klinikum diesem Wunsch überhaupt nachgeht, dass man einen Raum dafür opfert, dass man Platz dafür opfert, damit Leute einfach zu irgendjemandem beten. Wobei hier halt wirklich natürlich nur die Muslime angesprochen werden und ganz speziell eben, weil die DİTİB-Gemeinde, das ist die türkische Sichtweise, DİTİB wird unterstützt von Diyanet und Diyanet ist ja der Regierungs Hoheit der Religiösen in der Türkei. Und das heißt, eine ganz bestimmte Form hier vom Islam wird eigentlich bevorzugt, wenn man das so will. Ob jetzt andere Schiiten da problemlos beten können, weiß ich nicht. Ich denke, das ist jetzt in Deutschland nicht allzu problematisch. Aber hier wird das halt so dargestellt, dass die DİTİB-Gemeinde hier Druck gemacht hätte und eben sie seien so generös, dass sie sich, falls das bewilligt wird, was halt ganz danach aussieht, sie sich an den Kosten beteiligen würden. Sie sind so nett. Also ich finde das einfach ein bisschen komisch, wie das geschrieben wird. Und ich habe das auch als Kommentar hinzugefügt, meine Meinung dazu und dann wurde das direkt als Beleidigung aufgefasst, dass ich eben gesagt habe, ich finde es ein bisschen peinlich, wie das so geschrieben wird, dass es die Türken hier angeblich so sozial seien, dass sie sich an Kosten beteiligen für das, was sie beanspruchen, dass das etwas, dass das nichts Besonderes ist. Das wurde hier direkt als Beleidigung aufgefasst und mein Kommentar gesperrt. Also, diese Heidenheimer Zeitung ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber es sind die nicht die einzigen? Das ist aber Willst du noch was? genau, das ist generell ein riesengroßes Problem, dass sobald du etwas über den Islam sagst, bist du sofort gesperrt. Wenn du nicht Maschallah und Alhamdulillah sagst, bist du gesperrt. Das ist ja das Komische, weil du bist ein Rassist. Genau. Das ist ja genau das, dass Leute heutzutage so vorsichtig sein müssen, sobald sie irgendwas über den Das Islam habe sagen, ich ist der dann mit Islam einem zweiten Kommentar auch gesagt. Ich kann ihn kurz vorlesen. Wow, nicht schlecht. Wenn man nicht zustimmt und keine klare Ansage macht, wird ein kritischer Beitrag als Beleidigung deklariert und schon ist die Sache gegessen. Das zeigt nicht nur, wie infantil die Forderungen der türkischen DİTİB und Diyanet sind, sondern auch die Weißwaschaktion der SWP, also dieser Zeitung hier, um ja keine Kritik zu veröffentlichen. Es ist nicht mehr nur Peinlichkeit im Quadrat, sondern direkt um eine Potenz gesteigert. In mir steigt das Fremdschämen-Level. Könnt ihr euch bitte nicht für euch selber schämen? Wieso muss ich das für euch übernehmen? Der wurde noch nicht gesperrt, aber ich nehme an, das wird auch noch passieren. Ach, der gute Sex. Ja klar, Sex muss da immer dabei sein. Ich fand den witzig insofern, weil
Türken dürfen Töchter doch nicht mit Wollust küssen. Also da gab's anscheinend von einem türkischen Imam im Fernseher zuerst die Aussage, ich weiß zwar nicht, ob es im Fernsehen war, ich glaube aber schon im Staatsfernsehsender TRT, dass er gesagt hatte, ja, solange man halt keinen Sex hat und die Tochter jetzt nicht betatscht und etc., darf man die Tochter mit Wollust küssen. Also man darf quasi innerlich den Drang dazu haben, sie zu vögeln. Solange man es nicht tut, ist alles okay. Und zwischen den Oberschenkeln, ne? Ich weiß soweit nichts von der Geschichte. Was ich weiß, ist aber, dass er dann dieser Imam beziehungsweise die ganze Sache hier zurückgerudert wurde und man darf es eben doch nicht mit Wollust, weil das würde dazu führen, dass man die Hemmschwelle so weit runtersetzt, dass man halt irgendwann doch die Tochter sexuell dann behandeln würde, wenn man so sagen will. Wie es ja in den Geschichten heißt, nicht jeder hat sein Organ so gut im Griff wie Mohammed. Ich finde es einfach ein bisschen komisch, vor, sagen wir mal, 100 Jahren, als es noch kein Fernsehen gab und höchstens Radio in gewissen Gebieten der Welt, hätte so eine Fatwa bezüglich der Wollust viel länger Bestand gehabt, dass das erlaubt gewesen sei. Heute ist das nicht mehr so einfach, wo halt direkt Sendungen aufgezeichnet werden und übers Internet veröffentlicht werden, um gewisse Personen zu zeigen, wie krank sie sind. Und da man sich dann lieber nicht in dieser Art und Weise zeigen will, der ganzen breiten Erdbevölkerung, rudert man lieber ein bisschen zurück und sagt, nee, das war falsch von mir deklariert und so habe ich das gar nicht gemeint und man darf die Tochter doch nicht so. Also das ist interessant, dass die technischen Mittel heutzutage innerhalb von einer Woche das ganze Geschehen ist quasi wieder rumkrempeln könnte und dass das religiöse Empfinden doch nicht so religiös ist, sondern sehr weltlich, sehr, sehr nach der Meinung der Leute gerichtet ist, was die über einen wohl denken können. Ist das nicht genauso mit der Fatwa über, man darf Sex mit der Ehefrau, die gestorben ist, nur für die ersten 6 Stunden haben? Nur für die ersten 6 Stunden. Wo wurde das jetzt erweitert oder zurück? Das wurde dann zurückgenommen. Das kam aus Ägypten, ja. Ja, komisch, dass das wieder zurückgenommen wurde. Naja. Das war einer, der durfte sich gar nicht für den Islam äußern. Der hat das widerrechtlich getan. Und hat damit den Islam in den Schmutz gezogen. Er hat das widerrechtlich getan. Steht das in den Hadith drin, dass sogar Mohammed das gemacht hat? Der Mohammed hat das ja aber gemacht, weil er die Ehre der Frau noch aufrechterhalten wollte. Ja. Und quasi ins Grab. Damit sie ins Paradies, mehr Einklang ins Paradies haben könnte, weil er kann das ja auch nicht dem Gott quasi aufzwingen, aber damit wollte er den Einzug ins Paradies erleichtern, irgendwie. Naja. Oh ja, diesen Artikel von einem, also es ist ein Gastbeitrag, nennt sich das. Wer das genau geschrieben hat, weiß man nicht so genau, aber ich fand den wirklich auch so enorm peinlich, weil hier das Ganze so dargestellt wird, dass der Islam wieder so tolerant war und so großartig, dass in der Gesellschaft, der Geschichte des Islams, der Islam grundsätzlich super modern ist und immer schon modern war und. Und das Ganze wird aufgeknüpft anhand von einer Person. Und zwar, wie hieß der Ibn? Wo war jetzt sein Name? Ibn Anafis. Was hast du gesagt? Ibn Nafis. Vor der Wittes über den kleinen Bruttäuser starb unbeherrlich von islamischen Autoritäten im Alter von vermutlich 80 Jahren. Solche Fakten widersprechen der gegenseitigen Islam seit dem Erkenntnisprozess. Hör mal, das ist doch 50.000 Mal widerlegt worden. Ehrlich, warum machen Leute das?
Der Reformator. Der hat einfach die Theorie aufgestellt, aber Praxis hat er nichts. Von der Praxis hat dieser Typ nichts gewusst. So viel habe ich jetzt kurz recherchiert. Und also der hat dem Galen und den anderen griechischen Hippokrates. Medizinern widersprochen quasi mit allem drum und dran, und die Theorie des Blutkreislaufes, des kleinen Blutkreislaufes aufgestellt, und mehr oder weniger hat er quasi die richtige Richtung eingeschlagen in seinem Kopf rein. Die These war okay, aber praxisnähe war er nicht, weil er nichts davon wusste. Er hat einfach angeblich die Schriften dazu aufgestellt. So viel kann man dem zusprechen. Was mich aber stört, ist, dass er diese einen Muslim praktisch nimmt und anhand, weil dieser nicht gleich totgeschlagen wurde, zeigt er quasi auf, ja, guck doch, wie gut der Islam war, dass der Islam alles offeriert für die Gemeinschaft und so tolerant ist. Bla bla. Anhand von einer einzigen Person innerhalb der letzten 1400 Jahre will er das so verknüpfen. Und quasi will er auch gleichzeitig das Christentum so schlecht darstellen, dass der Giordano Bruno, ja, weil er seine Thesen auch aufgestellt hat über das Universum, wie er das Universum empfand, ja, von der Kirche verbrannt wurde. Und er versucht das auf die einen Seite, seinen Islam so toll darzustellen, auf der anderen Seite die Christen zu verteufeln etc. Ich finde das enorm peinlich, anhand von zwei Personen das Ganze thematisch quasi zu beenden, dass es keinen Widerspruch mehr gibt, dass Kritik aller Art nicht mehr okay ist über den Islam, bla bla bla. Zumal wir in den meisten Fällen gar nicht wissen, ob das wirklich Muslime waren. Das ist noch eine andere Geschichte, aber. Hast du das eigentlich mitbekommen? Das muss ich gleich mal als Video machen. Die haben ja, also ich nehme jetzt mal an, dass es Muslime waren. Die haben ja jetzt den Wikipedia-Eintrag von Al-Razi geändert. Das heißt also, vorher stand da ganz klar, das war kein Muslim, und der hat sich sogar lustig gemacht, das sind seine Schriften über Mohammed, der hat sich da köstlich drüber amüsiert und hat den Koran sogar noch als idiotisches Machwerk bezeichnet. Das ist jetzt alles gelöscht worden. Wikipedia sagt jetzt, ja, es gibt Zweifel, aber im Grunde genommen war er ganz bestimmt Muslim. Und die lassen alles unter den Tisch fallen, was belegt, dass er kein Muslim war. Dass er ein riesen Islamkritiker war und absolut dagegen war. Und das haben die alles gelöscht und haben das ersetzt. Ja, Wikipedia, weißt du, ja, das ist natürlich wieder so eine Sache mit Wikipedia. Ich denke, Wikipedia wird es nicht mehr lange so in der Form geben, weil es wirklich nicht mehr zu Wissensverbreitung führt, sondern Leute, die einfach lange bei Wikipedia dabei sind und einen höheren Status haben, einen höheren Rang haben. Und darunter gibt es bestimmt auch starkgläubige Muslime, werden das missbrauchen. Und irgendwann werden viele Leute das feststellen und das nicht mehr so akzeptieren. Ich hoffe, dass dann alte Enzyklopädien wieder auf den Plan kommen und Verbreitung finden, weil Wikipedia, also meines Erachtens nach, kann das nicht lange so gut gehen. Nee. Ich meine, das war eine super Idee. Aber es wird einfach als Propagandatool benutzt. Ne? Und das ist eben das Schlimme, dass es Menschen gibt, die das tun, die gar nicht, denen das scheißegal ist, dass alle anderen darunter leiden, dass sie das missbrauchen. Aber für sie ist das im Augenblick das Wichtigste, dass sie ihre Propaganda da unter die Leute bringen. Und die scheißen drauf, was da die Konsequenzen sind und was da passiert mit der Zukunft von Wikipedia. Das ist vor allen Dingen, du brauchst ja bloß mal nachzugucken. Du guckst ja dann den Kreislauf an und kannst dann auf den wissenschaftlichen Seiten, die immer noch fundiert sind, die immer noch durch Fachleute erstellt wurden, kannst du ja sehen, dass das alles nicht stimmt. Du kannst ja, wenn die sagen, der Erste, der jemals die Kamera Obscura erfunden hat, war der Al-Haytham.
Dann gehst du auf die Kamera Obscura und stellst fest, hä, die Wissenschaftsseiten sagen ganz was anderes. Das heißt also, die sind selber zu doof, um zu merken, dass das, was die als Propaganda auf ihren Islamseiten rausbringen, auf den wissenschaftlichen Seiten ganz und völlig anders dargestellt wird. Aber das merken die nicht und das ist denen scheißegal. Und da nehmen die in Kauf, dass ganz Wikipedia verschwindet aufgrund von ihren Dummheiten. Ne? Aber ja, was willst du machen? Übrigens, hier habe ich auch einen Kommentar geschrieben, der ist auch verschwunden. Da wurde nicht mal geschrieben, dass der gesperrt ist, sondern der ist einfach komplett verschwunden. Der war der Erste und ich kam dann mit dem 1-1, wäre eigentlich meiner gewesen, aber der ist verschwunden. Weil ich auch aufgezeigt habe, dass dieses und jenes nicht stimmen kann, dass es ein bisschen naiv ist, zu denken, anhand von einer Person kann man die ganze Geschichte innerhalb von 1400 Jahren einer muslimischen Gemeinde quasi, eine Großgemeinde bestätigen oder widerlegen, was auch immer. Obwohl, der sagt ja genau das. Als wenn Neonazis die Taten von Hitler verherrlichen, der hat ja auch die Autobahnen gebaut. Ja, klar, für den Beleg seiner Fortschritte. Genauso kannst du das da auch sagen. Genau so, ja. Also der Beitrag ist super. Meiner war ähnlich. Ich habe dann auch nichts großartig anderes geschrieben, ganz einfach. Hallo. Was hat denn der Ibn Hanafi gemacht? Das will der Hans-Lukas Chaplin wissen. Der Ibn Hanafi, der hat den kleinen Blutkreislauf, also die Theorie über den kleinen Blutkreislauf einfach aufgebaut, rein thesentechnisch gesehen, also was er sich dazu gedacht hat. Mehr hat er eigentlich auch nicht beigetragen zu ganzen Medizin. Er hat nur gezeigt, dass es einen Austausch gibt, dass eben das Herz nicht verantwortlich ist zum Denken, sondern dass es ausdauernd pumpt. So. Und daraus ist dann, weil es eben zufällig, genau wie der Eick das sagt, genau so richtig war, haben die dann gesagt, ah, der hat den kleinen Blutgeist auferfunden. Oder als Erster richtig beschrieben. Blödsinn. Der hat nur irgendwas erzählt, was dann hinterher nachträglich erkannt wurde als, aha, siehst du, das könnte man so titulieren. Mehr ist das nicht. Also er hat, wie gesagt, nichts Praxisorientiertes gemacht. Er hat keine, so habe ich das zumindest nachrecherchiert, nicht Menschen aufgeschlitzt und das wirklich nachgewiesen etc. Das hat er nicht gemacht. Er hat einfach nur anhand von früheren Belegen seine These aufgestellt, die halt richtig ist. Ich meine, eine These kann auch korrekt sein, wenn man logische Gegebenheiten nachdenkt, das Herz pumpt das Blut und so kann das aufgebaut sein. Also er war ja nicht unbedingt falsch in der Richtung, aber er hat nichts Praxisorientiertes gemacht. So, weiter. Cut.net, also das muss man mit katholischen Augen betrachten, die Seite, weil hier wird versucht halt darzustellen, wie böse die Muslime sind. Und die Geschichte an sich ist nicht unbedingt auch sonderlich nett von den Muslimen, weil hier ein Christ, ein Iraner, der zum Christentum übergetreten ist in Deutschland, wurde in einem Heim zusammengeschlagen. Nicht einfach von anderen Heimbewohnern, sondern von den Security. Also eigentlich die Leute, die für die Sicherheit der Leute da sein sollte, haben den dann verprügelt, weil die selber von der Security Muslime waren und angeblich hätte er mit seinem Nichtglauben an Allah, mit seinem Nichtglauben an Mohammed gegen ihre Meinung verstoßen, gegen ihre Gefühle und sie haben anscheinend das aufgefasst, als hätten sie die Erlaubnis, den zu verprügeln. Der kam dann ins Krankenhaus, nicht alleine, der eine Kerl, sondern der kam noch mit anderen ins Krankenhaus und die haben alle mehr oder weniger die gleiche Geschichte aufgetischt und das Krankenhaus hat die Verletzungen gesehen und musste das den Behörden melden und die haben das dann also niedergeschrieben. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man in einem Heim einen gewissen Person quasi die Obrigkeit auferlegt über die Sicherheit der Bewohner, wenn er ganz explizit wohl seinen eigenen Glauben durchsetzen will, mit Prügel. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja.
Oh, ja, das ist Dänemark. Anti-Islam-Beschluss, schweinefleisch Brust aus Das, Katar. jawohl. Das, wo muss ich unterschreiben? Nee, der Artikel, also ich finde den Titel ganz, 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 ganz schlecht. Ja, Weil das ich ist doch meine, klasse. Anti-Islam-Beschluss, das ist kein Anti-Islam-Beschluss, wenn man als Nation festschreibt, dass halt Schweinefleisch auch auf die Speisekarte soll. Und nicht jeder muss das wählen, was auf der Speisekarte dann zur Wahl steht, neben anderen Gerichten, sondern er kann. Also, aber es soll, die alten traditionellen Gerichte sollen auch auf dem Speiseplan stehen, So von bekommst du Schulen kein etc. Mopo. Was meinst du? So bekommst du aber kein Mopo. Mopo. Ich weiß nicht, was Mopo ist. Mopo Egal. heißt das Ding. Nee, die Seite heißt Mopo. Ja, sag ich ja. Die verkaufst du aber nicht, wenn du sagst, pro Dänemark-Beschluss. Wir müssen unter anderem auch Schweinefleisch Ach so, akzeptieren. du meinst, ja, dass die Leute nicht lockst auf die Seite, ja, klar. Wirrer. Jedenfalls. Das ist ein wirrer Stadtratbeschluss, dass die Dänen Schweinefleisch essen dürfen. Das ist wirr. Okay. Der ganze Artikel ist sehr, sehr komisch aufgebaut, weil es hier dargestellt wird, als sei das wirklich eine riesen anti-islamische Bewegung, dass die Leute halt einfach ihre Gerichte beibehalten wollen. Ich Weil hatte eine ich chaotische Woche und bin nicht dazu, noch nicht mal dazu gekommen, die News durchzulesen. Ich muss mir das wieder angewöhnen, meine Güte. Ich muss meine Prioritäten anders regeln. Scheiß Arbeit. Also der ganze Artikel ist lustig anzusehen und trotzdem muss man sich an Immer den Kopf fassen. Es ist einfach absurd, was hier dargestellt wird. Als sei es jetzt quasi rassistisch, wenn man seine eigenen Gerichte, die schon Jahrhunderte auf dem Speiseplan stehen, immer noch behalten will. Als sei das irgendwie rassistisch, keine Ahnung. Was steht denn da drunter? Wo drunter? Hier. Ich Was kann ja steht nicht denn drin? alles. In Frikadellenkrieg, in Randers an Einrichtungen, die dort besonders Kindergärten. Ja, okay, genau. So, nee, das ist ja okay. Dänische Kultur, genau. Ja. Deswegen finde ich es ja auch idiotisch, dass jetzt die ganze Welt sich auf Islam einstellen muss, soll und auch tut, dass jetzt plötzlich überall auf der ganzen Welt Schweinefleisch kategorisch verboten wird, bloß weil ein paar Moslems kein Schweinefleisch essen. Meine Güte. Ja, gut. Also ich würde ja sagen, man soll die Muslime sogar zwingen, wenn man schon aus einem Kriegsgebiet quasi flüchtet und unbedingt Asyl will in diesem Land, ums Verrecken quasi, dann mu muss man sagen, komm, dann iss mal Schweinefleisch, mal gucken, wie sehr du wirklich aus dem Kriegsgebiet flüchten willst. Also als Litmus-Test. Ja, vielleicht, wieso nicht? Ich gehe zwar nicht so weit wie jetzt der Jeremy von der Gin and Tonic, wie er das gesagt hat. Man solle doch, was hat er propagiert? Man solle den Mohammed schlecht machen oder irgend sowas. Ja. Ja, irgendwas hat er gesagt. Ja, man muss Um sich zu zeigen, abschaben dass man halt von. wirklich Asyl Genau. will, etc. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Und wenn man das nicht sagt, dass man ihm keinen Einlass ins Land geben will, so Ach weit würde nee, ich jetzt nicht. den widerlichen Eigenschaften von Mohammed abschwören. So in der Sicht. Naja, gehen wir weiter. Ich habe ja noch die letzte News, die ist auch noch erwähnenswert. Dieser nett reinblickende, halbblinde Mann hier ist der wichtigste Großmufti von Saudi-Arabien. Und der propagiert jetzt, dass Schach ganz böse ist. Das Spiel, das Brettspiel Was Schach. von Muslimen erfunden wurde, angeblich. Angeblich, klar, ja. Von wem denn sonst? Ist ja klar. Jedenfalls stellt er jetzt das auf die gleiche Ebene wie das Glücksspiel per se und den Alkohol. Warum? Das wird Ihrem Artikel nicht so wirklich ersichtlich, aber er propagiert einfach, das sollte auf jeden Fall verboten werden. Es ist nur eine quasi religiöse Empfehlung, dass das so gemacht werden soll und noch Einzelne. kein Gesetz, aber weil er natürlich die höchste Instanz, die höchste geistliche Instanz in Saudi-Arabien ist, kann das schon Konsequenzen haben für das Schach. Wobei halt die Schachspieler genau in Mekka noch ein Turnier veranstalten und quasi mit
mit dem Turnier, das schon länger Bestand hat und aufgebaut wird, das direkt nutzen, um zu protestieren, was ich gut finde. Weil es zeigt doch wieder mal ganz genau, wie wenig der Islam in das 21. Jahrhundert passt. Das sind doch Nichtigkeiten, mit denen sich hier die hochrangigsten Kleriker mit beschäftigen. Das ist das, womit sich der Islam beschäftigt. Die beschäftigen sich nicht mit irgendwelchen moralischen Fragen oder wie man jetzt Daesh irgendwie da unter Kontrolle bringt. Nein, die kümmern sich um so einen Scheiß wie ein Schach. Nein. Da muss ich dir widersprechen. Für ihn ist das wahrscheinlich sehr wohl eine moralische Frage, weil es ist ein Spiel und Spiele sind einfach böse, generell. Es führt zu Streitigkeiten innerhalb der Nation. Wahnsinn. Irgend sowas muss er sehen. Der Typ, mit dem würde ich mich mal gerne unterhalten, der soll mir mal zeigen, wo im Koran Alkohol und das Verbot von Alkohol steht. Steht gar nicht. Gut, nee, über das würde ich mich mit ihm nicht unterhalten wollen, aber doch, wieso? Der soll mir das mal zeigen, der soll mir erklären. Wieso, wieso das Schachspielen genau? Weil ja Mohammed, es gibt keine, also ich kenne keinen Hadith, der über Schachspielen irgendwas doch, wirklich doch, Großartiges doch. Sagt. Ob es jetzt erlaubt ist oder verboten in dem Sinne. Das habe ich in einem Video gezeigt. Jetzt müsste ich das Video finden, wo ich den Hadith aufzeige, wo das drin steht mit Schach. Ich glaube, das habe ich bei meinen 1001. Ja, aber wird da dargestellt, dass es böse ist, das Schachspiel? Oder wird einfach da über Schach geredet? Da wird über Schach wird verteufelt. Schach wird da verteufelt, okay. Also mir kommt das überhaupt nicht bekannt vor. Das kann sein, weil ich kenne ja auch nicht jeden Hadith. Hallo. Das kann gut sein, aber ich denke, das ist ein... Also wenn er sich auf diesen Hadith stützt, dann naja. So, dann gucken wir mal nach Chess. Wir gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Guck du mal nach. Schanelle. Gibt es sonst noch was zu den News? Weil dann gehen wir rüber. Da haben wir. Chess-Hadith. Weil dann gehen wir rüber zu meinen... Und zwar ist das im Kitab al-Shir bei Sahih Muslim. Ureda reported on the authority of his father that other post officer said he who played chess is like one who dyed his hand with the flesh and blood of swine. Also derjenige, der Schach spielt, ist einer, der seine Hand mit dem Blut von Schweinen getränkt hat. Und das ist in Sahih Muslim 5612. Ja, und jetzt, er hat das Blut ja nicht getrunken, er hat einfach seine Hände mit Schweineblut befleckt. Ja, mal. Ja, das. Nee, ich gehe jetzt von der höchsten Autorität aus, dem Koran, und da steht nichts von wegen, du darfst keine Schweine anfassen. Überhaupt Nein. nicht. Nein. Und da auch nicht das Blut. Da steht einfach, du sollst nicht davon essen, es sei denn, du wirst irgendwie gedrängt. Also für mich ist das keine Verteufelung, es wird einfach versucht, das zu verteufeln, aber eine richtige Verteufelung ist das ja immer noch nicht. Darum würde es für mich jetzt persönlich schwer, das auch zu akzeptieren als Autorität über ein Schachverbot generell. Ja, aber es gibt ja, hör mal, es gibt kein einziges Mal im Koran, wo Hijab in Verbindung mit Kleidung ist. Trotzdem wird der Hijab überall erwähnt, einfach nur aus kulturellen Gründen und kulturellem Hintergrund. Genauso ist das mit Schach, genauso ist das mit Alkohol, genauso ist das mit allen Sachen. Ja, wollt ihr noch irgendwas zu den News sagen, oder sollen wir mit dem Inhalt über den islamischen Staat beziehungsweise die islamische Staatenbildung weiterfahren? Nicht gut. Weil ich habe mir einfach ein bisschen angeschaut und das versucht zu verkürzen, wie ich das sehe, über Abu Bakr bis hin zu Umar, das zu komprimieren und vielleicht wie das in der islamischen Tradition aufgebaut ist. Also, letztes Mal haben wir uns kurz angeschaut, wie Mohammed zum Propheten aufgestiegen ist, mit dem Prophetentum nichts anderes darstellt als das Staatsoberhaupt. Wo die Biografie über ihn von Ibn Ishaq, den Tod von Mohammed, als urplötzlich darstellt, haben wir auch kurz beleuchtet, dass Hadithe ein komplett anderes Bild präsentieren, in welchem er über 2 Jahre lang litt und dann deswegen verstarb.
Egal, was nun angeblich eingetreten ist, weder die Biografie noch die Hadithe wissen zu berichten, wer nun die Staaten oder Staatsgemeinschaft, die sich im Großen und Ganzen Umma nannte, führen sollte nach dem Tod des Propheten. Irgendwie haben Mohammed gänzlich vergessen oder nicht vorausgesehen, dass über die Leitung seiner staatlichen Religionsfamilie ein Wirrwarr entstehen würde und hat keinen Nachfolger ernannt. Und bis heute bekriegen sich einige aus dieser Gemeinschaft untereinander bis auf den Tod. Für eine Rekonstruktion der Historie bietet sich kaum Material. Hauptsächlich aus Hadithen können wir Elemente heraussuchen. Doch da Hadithe als historische Quellen sich kaum eignen, spielt es keine Rolle, woher man sonst Informationen herbeiholt. Also nehmen wir einfach die Traditionen, wie das so von den Muslimen dargestellt wird in der heutigen Zeit. Ich nehme die Regierungsjahre der ersten drei Kalifen nach Mohammeds Tod einfach aus mehr oder weniger Teilen von Wikipedia und das, was ich noch in Erinnerung habe. Damit wir einfach das erfahren, was viele Muslime mehr oder weniger als echte Geschichte ansehen. Mohammed hat ja versucht, eine Art Staat aufzubauen, der die Blutlinie durchbricht und jeder, der ihm schwor zu folgen, als angeblich gleichberechtigt akzeptiert. Das ging ebenfalls auch über die Stammes- und Clanzugehörigkeit hinaus. Die Besten waren natürlich trotzdem die Muslime, beziehungsweise die zum Islam gehörten, aber im Allgemeinen stellt sich das so dar, als ob das Wichtigste die Zusammengehörigkeit unter seiner Hand war. Als er verstarb, sollen sich angeblich noch am gleichen Tag bereits große Auseinandersetzungen gebildet haben. Wer nun die Gemeinde führen soll? Die Anschar, also die, die sich nicht zum Islam wirklich bekennen, aber dem Mohammed treu geschworen haben, sahen wohl hier ihre Chance zur Macht zu gelangen und wollten die Führung übernehmen und schauten sich um, wer unter ihnen würdig genug war, um ihm folgen zu können. Abu Bakr, der Vater von der Aisha, lebte nicht weit von Mohammed in Medina und besuchte seine Tochter, die angeblich den toten Mohammed noch in den Armen hielt. Er hörte aber, wie die Anschar und sonstige Gläubige beziehungsweise nicht Blutsverwandte, sich um die Nachfolge bemühten. Abu Bakr scheint keine Zeit verloren zu haben und sah es als einer der ältesten und stärksten Gefolgsmänner Mohammeds in seiner Vorbestimmung, dass er der Stellvertreter des Propheten sein soll. Mit anderen Worten, durch die Nähe des Propheten mit seiner Tochter als dessen liebste Gemahlin, die er ihm in ihrem Alter von 6 Jahren empfand, er es als gültiges Recht, dass er nun Staatsoberhaupt sein muss. Also hat Abu Bakr am nächsten Tag dafür plädiert, dass er der Stellvertreter des Stellvertreter Gottes auf Erden sein soll. Der Stellvertreter des Propheten, kurzum Kalif des Propheten. Trotz heftigen Widerstands kam es dazu, dass Abu Bakr, der sogenannte erste Kalif, angeblich wurde. Angeblich soll vor allem die Hilfe von Umar hier ausschlaggebend gewesen sein, da dieser andere dazu aufforderte, den Treueeid dem Abu Bakr zu leisten. Abu Bakr hatte ständig mit Aufständen zu kämpfen, da sich eben doch nicht alle Muslime so einig waren, wie es heute in der Geschichte ja dargestellt wird, dass er die richtige Wahl zum Nachfolger Mohammeds darstellen sollte. Abu Bakr verstarb nur 2 Jahre nach Mohammed und seine Amtszeit war so gesehen extrem kurz. Der sunnitische Leitfaden stellt sich so dar, dass selbst Ali, der Vetter, der Schwiegersohn und Schwiegersohn von Mohammed, dem Abu Bakr sich anschloss. Oberflächliche schiitische Darstellungen zeigen zwar ein ähnliches Bild, aber bei näherer Betrachtung hielten die Anhänger Alis von dieser Wahl überhaupt gar nichts. Und hier sieht man dann die staatliche und die politische Trennung, weil
Die Anhänger des Ali, die konnten einfach nie wirklich akzeptieren, bis heute, und darum auch bis heute die Kriegereien untereinander der Muslime, die konnten einfach das nicht akzeptieren, dass der Ali nicht direkt der Nachfolger wurde von Mohammed. Bei Abu Bakr haben sie quasi noch ein Auge zugedrückt und haben sich gesagt, ja, dafür werden wir dann der Nächste, weil der Abu Bakr ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Ali ist jünger und sobald er stirbt, wird er dann der nächste Kalif. Abu Bakr bekämpfte ständig innerislamische Gemeinschaften. Sein Tod soll ein natürlicher gewesen sein. Also man weiß einfach nicht wirklich, weil es halt nichts Gesichertes gibt. Wir gelangen somit direkt zum nächsten erwähnten Kalifen. Umar sieht seine Chance. Auch hier findet man historisch gesehen nichts von dieser Person, was man als gesichert ansehen kann. Und hallo Jakob. Das ist doch das Bild von Jakob. Ja, das ist das Bild von Jakob. Islamische Traditionen stellen es so dar. Umar war so ein starker Herrscher, dass er in seiner Amtsperiode von 10 Jahren die Ägypter, die Palästinenser, die Iraker, die Byzantiner und die Perser so hart traf, dass er somit das erste arabische Großreich auf die Beine stellte. Angesichts so vieler Fronten ist das kaum wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass Ali und seine Gefolgschaft nichts von dieser aus ihrer Sicht erneuten Übergehung der rechtmäßigen Nachfolgerschaft hielten und sich viel eher gegen Umar stellten, als mit ihm zu kämpfen, gegen die anderen Reiche sozusagen. Dazu schauen wir kurz eine Karte an. Ja, das sieht man sehr gut, denke ich. Ich habe hier die wichtigsten Ortschaften mehr oder weniger eingetragen, die dann später auch Erwähnung finden. Außer Ägypten habe ich jetzt keine, also Kairo und so habe ich nicht eingetragen, aber das ist links ein bisschen runter, dieses grüne Fleckchen am Meer, halt am Fluss Nil, das ist eigentlich das ägyptische Reich, das Zentrum davon. Dann haben wir Damaskus, ziemlich in der Mitte der Karte. Raqqa, das ist quasi die irakische Front, mehr oder weniger, weil sich später Ali da dann angeblich verkrochen haben soll. Konstantinopel, das war dann das Byzantinische Reich, also ganz Türkei, kann man quasi sagen, war darunter. Vielleicht zeichne ich das hier am besten mit. Also ich rede hier von Konstantinopel, das ganze Reich hier war byzantinisch, hier war quasi eben das irakische Reich und die Perser hatten quasi immer hier auch mit den Irakern zu tun oder waren zum Teil auch Verbündete und, und. Dann die Palästinenser kann man sagen, hier dieser kleine Punkt um Palästina etc., um Jerusalem gehört auch dazu natürlich und halt das Zentrum war aber irgendwie immer Damaskus bei denen. Palästinenser bis hoch nach Damaskus? Es gab ja nie Palästina, es gab ja nur das südirakische, das südsyrische palästinische Reich. Und das war aber unterhalb von Damaskus. Das gehört ja mehr oder weniger, weil es halt nicht so viele historische Belege gibt, wo, wie, was genau zusammengehörte. Ja, genau. Kann man aber sagen, dass halt die Herrscher von Damaskus auch quasi ganz Israel unter ihre Fittiche hatten. Aha. Wobei halt sie immer damit kämpfen mussten mit dem ägyptischen Reich. Also die, wenn ich es hier ein bisschen, also dieser Teil hier war immer umkämpftes Gebiet zwischen quasi den Syrern, dem syrischen Reich und dem ägyptischen Reich. Genau. Also hier hatten wir immer zu kämpfen. Da, wo früher die Phönizier da am Mittelmeer saßen. Genau, aber sie hatten trotzdem insgesamt, kann man sagen, hatten die Syrer Damaskus als ihr Zentrum erwählt, aber Jerusalem und Israel
Genau. Insgesamt gehörte schon zu ihrem Reich. Weil genau, sie so hatte ich das immer mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es hochging bis nach Damaskus. Für mich war das immer nur der Bereich unter Damaskus, weil es ja südsyrische palästinensische Gebiete, so wurde das betitelt auf den Karten, die ich kenne. Also klar, wenn man natürlich diesen Bereich hier ansieht, kann man sicher davon ausgehen, dass der blaue Bereich hier jetzt extrem umkämpft war. Sei es jetzt nun das Byzantinische Reich, das Persische Reich oder wobei halt da noch die Kurden dazu. Die Iraker und die Kurden gehörten mehr oder weniger zum Perserreich dazu. Also das war quasi ein Drei-Fronten-Gebiet hier, das dieses Blaue markierte. So kann man das auf jeden Fall sagen. Okay. Was für uns einfach wichtig ist, die gesamthafte Karte betrachtet. Ich versuche mal hier das Ganze zu löschen. So. Also wenn man die gesamte Karte betrachtet, hier unten war ja der Umar und auch Abu Bakr vorher in Medina stationiert. Und innerhalb von diesen 10 Jahren soll quasi das Reich sich so ausgedehnt haben. Das wird dann halt einfach schwierig, das quasi zu akzeptieren, wenn man sieht, dass hier halt eine Front stattfand, hier eine Drei-Fronten-Schlacht immer im Gange war und zusätzlich auch noch hier gekämpft wurde gegen die Perser separat. Aber ich werde das noch ein bisschen jetzt erläutern mit einem weiteren Text, was ich hier aus mir aufgeschrieben habe. Also dazu schauen wir uns mal die Karte an. Auf dieser habe ich einige Ortschaften eben markiert, die für unsere kleine Betrachtung der islamischen Staatenbildung wichtig ist. Wenn wir uns also diese Karte anschauen, so fällt es einem sehr schwer, ernsthaft zu glauben, dass ein Umar mit vielleicht 10.000 bis 15.000 Mann maximal, Mann an Heer, Heeresgröße, von Medina aus so viel einnehmen konnte und an so vielen Fronten erfolgreich sein soll. Die Historie zeigt zwar, dass die Perser wohl geschwächt sein mussten, irgendwie von den ständigen Scharmützeln mit den Byzantinern und auch mit den Syrern, aber vor allem mit den Byzantinern im Nordwesten von Persien, also vom heutigen Iran aus gesehen, mehr oder weniger. Doch deren Armeegröße muss das von Umar trotzdem weit überragt haben. Natürlich sind 10 Jahre ein beachtlicher Zeitraum, also das ist nicht wirklich kurz, wenn man das so will, doch wir befinden uns in einem Zeitalter, wo noch nicht einmal Dampfmaschinen das Leben erleichtert haben und alles mit Pferd, Kamel und zu Fuß erobert werden musste und somit die Anzahl Männer im Militär ausschlaggebend war. Betrachtet man es noch zusätzlich, dass die Perser, Byzantiner und Syrer bzw. Palästinenser und Ägypter auf eine weitaus militärische Tradition, Ausbildung und vor allem Disziplin blicken können, wirkt dieser umarische Eroberungszug immer absurder zu glauben. Was ich damit meine ist, die Zentralaraber kannten hauptsächlich nur Clan- oder maximal Stammeskriege. Sie bildete nie eine militärische Macht und richtige Kriege mit einem Soldatenanzahl, die in die Tausende ging, gab es praktisch eigentlich nie. Meist herrschten nur Blutsfäden untereinander, wie gesagt, clan-technisch. Das waren vielleicht 100 gegen 100 oder wenn's hochkam, halt 500 gegen 500 Mann. Und das in Zentralarabien. Und Zentralarabien war halt dort, wo es Brunnen gab. Medina und Mekka waren vermutlich größere Gebiete mit Population. Nee, Mekka nicht. Medina war eine Oase, Mekka nicht. Ja, doch, im 7. Jahrhundert war Mekka wahrscheinlich schon auch, hatten das ja auch sicher so an die zwischen 30.000 und 40.000 Bewohner Mekka insgesamt. Davon weiß ich nicht. Also Medina ja, aber Mekka nicht. Mekka hat ja nur einen Brunnen. Ja, klar, aber im 7. Jahrhundert kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass die genug Population hatten. Aha. Nicht so wie Medina, aber sie hatten bestimmt im 7., ich rede vom 7. Jahrhundert, aber... Ja, aber da ist ja gerade Mekka erst entstanden.
Wie sehr jetzt das entstanden ist, ist eine andere Geschichte. Also vom 3. bis zum 7. Jahrhundert waren da eine Handvoll Leute, die da einfach nur ein paar Figürchen verkauft haben, weil da ein Meteorit runterkam. So, da war es. So kenne ich die Geschichte. Und deswegen wurde ja genau dieses kleine Dörfchen dann genutzt, weil keiner davon was wusste. Ich sage im 7. Jahrhundert, das 7. Jahrhundert hat 100 Jahre, oder? So, das kann viel passiert sein. Also das muss vermutlich gegen Ende des 7. Jahrhunderts. Viele Leute waren, also ich habe da noch nichts von gelesen. Ich kenne das immer nur als kleines Dörfchen, was dann erst so um die Jahrtausendwende eigentlich erst zur Stadt wurde. Eben aufgrund der ganzen Geschichten aus Isham und den Hadith. Ich denke, gegen Ende vom 7. Jahrhundert hatten die schon sicher eine kleine Stadt aufgebaut. Okay. Weil das zeigt sich halt daraus heraus, weil Muawiyah, dann der spätere Kalif, den man eher historisch belegen kann, auch über Mekka redet und über Mekka schreibt und genau, Gesandte dahin schickt. Ja, genau. Darum sage ich, gegen Ende des 7. Jahrhunderts war Mekka bestimmt eine Stadt. Also, da komme ich nicht drum herum, um das wirklich zu sagen. Wo war ich jetzt? Sorry. Technisch gesehen waren es, wenn man so will, viele Durcheinander, also im Zentralarabien, wo wir halt da sind. Hauptsächlich denke ich Medina und die kleineren Dörfer um Medina. Aber das will ich ja damit sagen, also richtige Heeresführung war da nicht, weil einfach die Population nicht zu groß war in Zentralarabien. Das funktionierte einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht, gegen so viele Reiche anzukämpfen drumherum und dann noch erfolgreich zu sein. Auch wenn wir von 10 Jahren ausgehen, das will für mich technisch nicht funktionieren. Im Ganzen macht er die Bevölkerungszahlen anpassen wollen, ohne zu berücksichtigen, dass hier die Gesamtweltbevölkerung damals um die 800 Millionen war. War nicht so viele. Also habe ich auch kurz nachgeprüft und bis und mit 9. Jahrhundert war die Weltbevölkerung geschätzt auf zwischen 400 und 500 Millionen. Also dann bin ich hoch, okay. Noch ein bisschen weniger, als du jetzt sagst. Das kann natürlich mehr gewesen sein, weil das wissen wir. Wir reden also nicht von 2 Milliarden, wo dann ein paar Millionen da unten waren, sondern das sind immer genau, wie du ganz richtig sagst, das sind immer nur ein paar tausend Leute. Das ist nur heute, wenn man den Leuten sagt, ja, das waren 5000 Leute, das war damals ein Riesenheer. Heute ist das eben nicht mehr so groß und deswegen versuchen die das immer anzupassen. Also gehe ich mal kurz weiter. Dem Ganzen macht der innere Druck von Ali vor allem immer noch die Wahrscheinlichkeit einer solchen Ausbreitung denn gar aus. Das kommt noch dann immer dazu, dass der Ali ja nicht historisch, innerhistorisch in der Tradition nicht verschwindet, sondern er war immer quasi dagegen. Dann gehen wir weiter. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass Umar ein geografisches Gebiet beanspruchen konnte. Und wenn man halt das geografische Gebiet hier ansieht, Wüste, überall Wüste. Also ganz, bis auf jetzt im Jemen, das ist der linke untere Zipfel hier, das ist ein bisschen grünlicher. Das hier war eigentlich alles großflächig Wüste. Hier am Meer natürlich, wo die Flüsse dann, die kleinen Flüsse ins Meer mündeten, gab es natürlich schon Vegetation, aber im Großen und Ganzen, der ganze arabische Subkontinent war Wüste. Und ist es immer noch. Also das kann man sagen, dass er halt geografisch das Land, diesen Sand für sich beanspruchte. So könnte es natürlich sein, dass er bis an die Grenzen der damaligen bekannten Reiche ohne Widerstand trat. Das heißt, hier und da traf er ein Dorf mit 100 bis 200 Anwohnern und wenn er natürlich da mit Kriegern von 500 Mann angetanzt kam, konnten auch die kleineren Dörfer nichts entgegensetzen und sagten quasi, gut, wir gehören jetzt zu euch, wir schwören dir die Treue und damit hat sich das erledigt. Mehr war da ja nicht. Kann man nicht davon ausgehen, dass da wirklich mehr war. Also der Oma hat die Wüste für sich beansprucht sozusagen, so ähnlich wie der IS es heute
tut. Viel unfruchtbares Land beherrscht und sich auf diese Schultern klopft, wie groß doch die Eroberung sei. Ja, so kann ich mir persönlich zumindest die Eroberung Umars vorstellen. Er hat den Sand durchquert und beanspruchte diesen Sand für sich. Der Sand hat bestimmt vor Ehrfurcht gezittert. Die Sachlage wird noch verwirrender, da die Erzählungen über Umar sich auf die Eroberungen konzentrieren. Der Islam als Religion wird kaum noch geachtet und beachtet. Der Islam als Politik ist umso wichtiger in dieser Periode der Geschichtenerzählung. Wer Umar folgt, der folgt dem Propheten. Wer dem Propheten folgt, der folgt der Familie der Gläubigen. Wer dieser Familie folgt, gehört zur Umma. So kann es auch nicht für einen Umar einfach gewesen sein, dieses angebliche arabisch-islamische Reich wirklich auf die Beine gestellt zu haben. Denn neben den nationalen Gefühlen rund um Zentralarabien finden sich überall ein völlig anderes religiöses Empfinden, das selbstverständlich immer Widerstand leistet. In einer Zeit, wo der Buchdruck noch nicht einmal erfunden wurde, ist es schwer glaubhaft, dass man eine Religion anderer auch einfach aufzwingen kann und so ein Imperium vergrößert. Es sei denn, man hatte eigentlich die gleiche Religion, lediglich etwas anderes, etwas differenzierter dargestellt. Stichwort Christentum ohne Dreifaltigkeit. Also, trotzdem muss man diese Ausweitung von Umars Macht irgendwie mit dem Islam akzeptieren, denn im Kern begründet sich seine Führung ja dadurch, dass er der Anführer der Gläubigen ist und somit der islamische Staat im Vordergrund steht. Es lässt sich ernsthaft nicht viel Historisches belegen, dass es diesen Umar wirklich überhaupt gab. Aber angeblich wurde er dann von einem persischen Sklaven in Medina ermordet. Es ist merkwürdig, wie also Umar so ein großes Gebiet und doch sehr starke Imperien in Schach halten konnte und dann trotzdem in Medina herumlungerte und dort abgestochen wurde. Umar regiert bis ins Jahr 644 nach unserer Zeitrechnung. Und wieder einmal standen die Gläubigen und ein treue Eidbündigen ohne großen Anführer da. Und wieder stellt sich die Tradition so hin, als ob ganz demokratisch gewählt wird. Von der Schura, also einem Gremium sozusagen, von Großhäuptern der wichtigsten Clans und Stämme, wird der nächste Anführer gewählt. Und wieder fühlt sich der arme Ali hintergangen, da jetzt Uthman ibn Affan gewählt wurde. Das war dann der dritte von Sunniten sogenannte rechtgeleitete Kalif. Umar hat quasi das Reich errichtet und nun war es an Uthman, dieses zu behalten oder zu halten, was er angeblich 12 Jahre lang bewerkstelligen konnte. Doch Uthman und insbesondere die Umayyaden betrachten wir uns in der nächsten Folge dieser islamischen Staatenbildung. Da hier Muawiya ins Spiel kommt und erste ersichtliche Erwähnungen, die man historisch gesehen als authentisch betrachten kann. Da Muawiya und Uthman beide derselben Großfamilie gehören, also diesen Umayyaden, ist dem Uthman vielleicht am ehesten noch Authentizität zuzusprechen, als von den bisherigen Kalifen. Ja. Willst du hier noch irgendwas zufügen, was dir noch... Nee, das war für mich genau richtig, ja, so sehe ich das auch. Ich meine, ich hätte schon noch Hadith raussuchen können und die aufsagen können, aber es ist einfach schwer, weil... Das gehört nur. Nicht, und zwar, was du jetzt schön gemacht hast, du zeigst jetzt, dass das Märchen der ersten 400 Jahre dann plötzlich zusammenwächst. Das heißt also, wir haben Koranschriften, die irgendwann aus dem 4. Jahrhundert irgendwie stammen, die dann zusammengeführt werden und dann als Märchen weitergeführt werden und dann mit Muawiya mit 660 dann zusammengeführt werden. Und da geht dann die richtige Geschichte erst los. Und das ist genau das, was die Leute verstehen müssen,
dass man drei verschiedene Ansätze hat und die werden dann irgendwann belegbar. Und das passiert dann letztendlich mit den Umayyaden. Ja, genau. Und für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute quasi diese, einfach geografisch sich das einprägen, dieses Gebiet, dieses komplette Gebiet, wo ja beansprucht wird, als von Muhammad erobert. Also wie, ich habe hier auch eine kleine 200 Kilometer Leiste eingebaut, wie groß das ist. Da sieht man, dass zwischen Medina und Mekka selbst diese Entfernung liegt. Darum wird es dann schwerer zu behaupten, dass dieser Umar so ein großes Gebiet an so vielen Fronten wirklich halten konnte, problemlos halten konnte. Und eine Handvoll Leute, genau. Und sich quasi alle diesem unterworfen hätten. Also es wird einfach schwer, das geschichtlich, historisch einzugestehen, dass das so passiert ist. Ja, wie gesagt, mich würde es umso mehr freuen, wenn Muslime hier in die Sendung kommen und sagen, dass das nicht so war, wie ich jetzt das dargestellt habe, sondern der Umar war so ein toller Held, weil er diesen jenes getan hätte und darum wurde sein Reich so vergrößert und. Ja, aber dann bitte auch gleich, warum? Ne? Also nicht einfach nur herkommen und sagen, nein, ihr seid Arschlöcher, das ist alles ganz anders, sondern dann aber auch bitte schön sagen, warum. Also so einfach machen wir es dann auch wieder nicht. Also einfach nur, um dass jemand hierher kommt will und dass wir dann sagen, ja, okay, ja, ist ja recht. Nee, das muss dann schon belegt werden. Aber die Muslime können das dann eher damit begründen, dass Gott ihnen geholfen hat, oder nicht? Ja, da müssen sie es aber auch zeigen. Da müssen sie aber auch sagen, woran machst du das denn fest? Worauf basierst du denn diese Aussage oder diese Annahme? Das muss man ja irgendwie belegen können. Gut, solche Dinge werden ja einfach belegt. Im Koran wird ja schon prophezeit, dass die Oströmer überwältigt werden. Genau, das möchte ich dann sehen, wo genau das steht. Du meinst in anderen Quellen jetzt von den Oströmern selber vielleicht, sowas? Nein, aber auch im Koran. Wenn jemand sagt, es steht im Koran, dann muss er mir ja zeigen können, wo das im Koran steht. Da darf nicht stehen, die einen haben die anderen irgendwo besiegt. Irgendwann. Das wäre ja keine Prophezeiung. Ja, eben. Das bekommt der Jude da erobert. Das soll ja angeblich vorgeschrieben worden sein. Oder irgendwie so. Das ist ja von einem Gott geschrieben worden, der alles wusste. Genau. Also muss er ja genau das Datum gewusst haben und die Uhrzeit. Ich glaube, das wurde nachdem die Schlacht stattgefunden hat, aufgeschrieben. Irgendwie so war das. Also dann ist es aber schon wieder ein bisschen komische Prophezeiung, wenn es danach... Ich weiß die Lottozahlen von letzter Woche. Alhamdulillah, du bist einfach. Aber ich habe es nicht ausgenutzt. Naja. Ich hoffe, ich habe einfach einen gewissen Rahmen der ersten zwei rechtgeleiteten Kalifen ein bisschen aufgezeigt. Später wird das ein bisschen konkreter, weil wir, wie gesagt, den Uthman kurz betrachten und dann direkt zum Muawiya gehen, der angeblich gegen den Ali ganz stark gekämpft hat. Ja. Warum er gegen den gekämpft hat, das ist auch so eine merkwürdige Geschichte überhaupt. Der Muawiya ist mein absoluter Liebling. Aber der Hinweis fehlt vielleicht, dass die meisten Leute ja sagen, okay, Muslime wollen Scharia, Muslime wollen, dass das Paradies und die paradiesischen Zustände, das ist ja von den Salafis und von den allen, das ist ja der Ursprung, dass die zurückgehen zu diesen sogenannten recht geleiteten Kalifen. Das ist der Ursprung des Islam und da wollen die wieder hin. Und was ganz wichtig ist, zu zeigen, das war gar nicht so toll. Das war gar nicht das Paradies auf Erden für den Islam. Die haben sich gegenseitig bekriegt, die haben sich gegenseitig umgebracht. Es gab keine Umma, es gab keine Einheit. Schon damals gab es unheimliche Unterschiede und Mord und Totschlag. Also was die immer behaupten, wir wollen zurück zu den Ursprüngen, weil damals der Islam noch eine Umma war. Quatsch! Das ist völliger Blödsinn, hat es noch nie gegeben. Dann kannst du doch denen entgehen, ja, ihr habt doch die ursprünglichen, ihr habt immer noch die Schias gegen die Sunnisten. Ja, genau. Ja, richtig, ja. Ihr habt ja doch das Geschehnis des Uri-Islams, was wollt ihr mehr? Ja. Das ist aber das Witzige, dass die Leute das gar nicht kapieren, dass die immer davon labern, ja, aber wir wollen den Ursprung Islam, den hat es nie gegeben, Herrgott, nochmal.
Also, wollt ihr Prophet spielen oder soll ich gleich? 328. Willst du auch noch Prophet spielen? Lukas oder nicht? Lukas will keiner. Shit. Ja, du wirst, das deine dein Prophetentum wird immer schlechter. Die Hälfte. Du bist nicht mein halber Prophet, meinst du? Genau. Ah, das fängt direkt an einem Kapitel an, hier in meinem kleinen Büchlein. Der Freitag. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, wir Muslime sind die Letzten, die auf die Erde gekommen sind. Und am Tag der Auferstehung werden wir die Ersten sein. Obwohl die Juden und Christen das Buch Gottes bereits geraume Zeit vor uns gegeben wurde. Ihnen wurde dieser Tag, der Freitag, zur religiösen Pflicht gemacht. Sie aber hielten sich nicht daran. Darauf gab Gott uns seine Rechtleitung. Und wir begehen den Freitag. Die Juden und Christen stehen uns darin nach. Die Juden begehen morgen, die Christen erst übermorgen, jeden Tag. Das war echt. Den habe ich ja noch nie gelesen. Ja, das ist, glaube ich, so eine abgewandelte Version von der Gesamtgeschichte, wie die Muslime halt rechtgeleitet sind und besser als die Juden und Christen. Und wir haben den Osterhasen, ihr nicht. Jedenfalls, darum ist der Freitag wichtig, weil sie die Ersten ins Paradies sind und somit der erste Tag sein muss. Aber also, jetzt, das ist doch echt eine Frage, oder? Das ist doch extrem paradox, weil die Juden und Christen waren ja vorher laut der islamischen Aussage auch Muslime, Gott ergeben, bis sie die Bibel und so weiter verfälscht haben. Und diese stimmt auch wieder. Also sagen, in sich auch noch unlogisch, ja. Ja, wie Sie sagen, sie sind später gekommen und die Juden und Christen waren wahrscheinlich schon vor Juden und Christen und da haben sie das Buch Gottes bekommen. So, ich das richtig. Ja, das wird ja auch im Hadith geschrieben, aber sie haben halt dieser Rechtleitung von Gott nicht gefolgt und sind eher gegangen. Aber die Muslime, die halten sich jetzt an den Freitag und gut ist. Wieso müsst ihr zwei das jetzt schlecht machen? Ja, aber warum, wie kommen die denn dazu zu sagen, dass Christen das erst am Sonntag feiern? Weil es in der Bibel steht, aber die ist ja verfälscht. Mohammed Weil, steht in der Bibel. Nee, ja, wie? Mohammed steht in der Bibel. Ja, steht da ganz klar da. Ich denke, die ist verfälscht. Du verdrehst das. Sie haben die Bibel verfälscht und anhand von dieser Verfälschung kommt eben der Sonntag zustande. Ganz einfach. Nicht andersherum. Sie haben den Sonntag gewählt und daraufhin wurde die Bibel gefälscht. Nee. Zuerst wird die Bibel gefälscht und dann sieht man daraus heraus, ah, so muss es sein. Aha, so muss man das sehen, ja. Ich muss jetzt einfach akzeptieren, dass Muslime die Ersten sind. Ich habe den Hadith noch eben gelesen. Wieso musst du das jetzt ja, stimmt. schlecht machen? Der Hadith spricht doch für sich. Smashallah. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wollt ihr noch was einbringen? Ansonsten ist es vorbei. Nee, Jakob hat ja diese beiden Links rausgehauen. Da kann man sich nochmal angucken, den guten Naji und den. Das sind einfach nur witzige Dinger. Kann man sich ja mal angucken. Ich werde die Links, egal was für Links übrigens auftauchen hier im Hangout, ich werde die einfach unter dem Video dann in der Videobeschreibung anfügen und dann können sich die Leute selber noch das Ganze angucken. So als Video so, der Woche, nächste Woche noch kurz drauf eingehen, das wäre bestimmt witzig. Nee, nächste Woche ist wieder Mythologie dran. Und dann, ich bin enttäuscht von meinen Muslimen. Jetzt habe ich so viel gestänkert und keiner kommt hierher. Naja. Ihr könnt jedenfalls uns unterstützen, wenn ihr wollt, indem ihr einfach den Kanal abonniert, Daumen hoch oder runter, dieses Video einfach teilt und die News beachtet. Ciao. Ja, Lukas, willst du noch was sagen? Weil du rauschst so schön. Ja, das wäre ja eigentlich ganz spannend, wenn hier echt Muslime herkommen würden, weil wir wollen ja echt nur objektiv mit denen reden und wenn die uns beweisen oder wenn die sagen können, das ist alles anders, als wir das sehen.
Ja, wir haben sowohl Eik als auch ich uns schlau gemacht mit Sweep Epistemology und ich brenne darauf, das mal auszuprobieren, aber irgendwie findet sich kein Opfer. Ich habe mich schon darauf schlau gemacht, aber ich werde das nicht, ich kann das nicht. Ich bin zu sehr auf Provokation und. Ach so, ich finde das klasse. Dann würde ich. Wenn ein Muslim da hier in die Sendung kommen würde, würde ich das Wort dir überlassen, damit du diskutierst, weil dann kannst du ihn. Ich würde eben nicht diskutieren. Also das ist ja genau das Gegensatz von der Diskussion. Nee. Was ich mit diskutieren meine, ist einfach reden. Du kannst ihn fragen etc. Ich würde mich dann versuchen zurückzuhalten, außer es ist etwas, was mir völlig, die Lust zur Diskussion in mir aufsteigt, dann würde ich natürlich einschreiten und selber eine Frage stellen. Aber ansonsten würde ich dem lieben Dr. Stefan Kees mit seinem Lehrstuhl über Theologie im Königreich Tonga überlassen, damit er seine orientalische Studien, bitteschön. Entschuldigung, mit seinem Lehrstuhl über orientalische Studien im Königreich Tongo. Oder was habe ich geschrieben? Mittelasiatische? Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Wobei das Königreich Tongo hat keine Universität selber, sondern gehört zu einem Verband an im ganzen indonesischen geografischen Raum. Ich dachte, das ist Mikronesien. Nennt man das Mikronesien? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wo es über die Mythologie wieder geht. Tschüss.